Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So, meine Lieben, schön, dass ihr auch wieder da seid. Wir sind ja nur auch wieder da. Hoffe, ihr hattet ein gutes Wochenende und begrüße euch herzlich zu einer neuen Domian-Woche. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talkradio. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, die übliche Telefonnummer, wie immer kostenfrei, 0800 5678 111 oder ihr könnt auch faxen unter 0800 5678 110. Erste Anruferin heute und in dieser Woche ist die Anke. Und Anke ist 28 Jahre. Guten Morgen. Hallo Anke. Hallo. Hallo. Anke, weswegen hast du angerufen? Ja, mein Thema ist eigentlich das lange Sterben meiner Mutter. Da besteht die Verdachtsdiagnose Creutzfeldt-Jakob. Mhm. Wie alt ist deine Mutter? 62. Und wie lange besteht diese Diagnose schon, diese Verdachtsdiagnose? Ja, seit letztem Jahr April. Ja. Man muss dazu sagen, Creutzfeldt-Jakob, das ist die Krankheit, die im Zusammenhang mit BSE groß ins Gespräch gekommen ist. Genau. Es gibt eine Variante der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, die eventuell durch BSE ausgelöst werden kann und eine, die damit nichts zu tun hat. So vermutet man es, ne? Ja, so genau. Kann man das sagen. Und ja, bei meiner Mutter wurde auch eine DNA-Analyse gemacht. Es gibt auch eine erbliche Form. Mhm. Und das können wir ausschließen. Also es ist nicht die erbliche Form. Es ist nicht die erbliche Form. Nein. Aber man kann doch, soweit ich informiert bin, auch bei Creutzfeldt-Jakob erst endgültig diagnostizieren, wenn der Mensch verstorben ist und man eine Gehirnprobe entnommen hat. Genau, ne? Genau. Also im Moment sind das Vermutungen, aber es deutet in deutlich ja, stark. Ja, zu 99%. Ach, so weit kann man es doch schon ja, eingrenzen. Ja, man kann Nervenwasser entnehmen. Mhm. Und da kann man die Prionen, das sind Eiweiße, mhm. die kann man da drin erkennen. Die sind bei der Erkrankung sehr stark erhöht. Mhm. Und die Werte sind halt sehr stark erhöht bei meiner Mutter. Jetzt hast du gerade gesagt, dass eine erbliche Variante ausgeschlossen werden kann. Bedeutet ja. das, dass deine Mutter sich an BSE-verseuchtem Fleisch eventuell infiziert hat? Könnte sein, ja. Mhm. Also ich sag mal, uns kann auch kein Arzt irgendwie eine genaue Auskunft darüber geben, mhm. woher sie das jetzt hat. Das Schlimme ist ja, dass die gesamte Forschung und dass die gesamte Wissenschaft noch sehr im Nebel tappt. Ne? Und genau. Interessant ist ja, wenn die erbliche Variante ausgeschlossen ist, dass alles andere letztendlich möglich sein kann und eben auch eine Infizierung durch Fleisch. Genau. Deine Mutter ist 62 Jahre alt. Wie lange ist sie jetzt erkrankt schon? Ja, das kam letztes Jahr im April ganz plötzlich, von jetzt auf gleich eigentlich, kann man sagen. Mhm. Sie war wirklich so fit, ich konnte mit der wirklich noch in eine Disco gehen. Und das war dann so rapide auf einmal. Meine Mutter sagte nur, mit mir stimmt was nicht. Mhm. Und dann bin ich einen Tag dann zu meinen Eltern gefahren und dann sagte mein Vater auf einmal noch, pass auf, mit Mama stimmt was nicht. Mhm. Wie machte sich dieses denn bemerkbar, dieses stimmt was nicht? Ja, total verschlossen auf einmal. Mhm. Hat gar nicht mehr gesprochen, nur auf Ansprache hat sie dann auch wirklich noch eine korrekte Antwort gegeben. Also sie war total ruhig, so desinteressiert und Hat sie damals irgendetwas gesagt von Schmerzen oder gar nichts? Gar nichts. Gar nichts. Mhm. Und ich habe mir gleich meine Mutter geschnappt und bin mit ihr zur Hausärztin gegangen. Mhm. Und sie hat uns dann halt erstmal nur eine Überweisung zum Neurologen gegeben. Und meine Mutter war aber da schon zu nichts mehr in der Lage. Mhm. Und dann bin ich mit meiner Mutter erstmal nach Hause, habe dann von da aus im Krankenhaus angerufen, ob wir nicht schnell in der Ambulanz vorbeikommen können. Das hat auch dann geklappt. Ich habe dann schnell ihre Tasche gepackt, weil sie das schon gar nicht mehr konnte. Mhm. Und ja, dann haben sie meine Mutter gleich da behalten. So schnell ging das? Ja. Mhm. Also man konnte wirklich von Tag zu Tag zusehen. Wie lange hat das denn gedauert? Ich meine, das ist ja nur auch eine Krankheit, Creutzfeldt-Jakob, die nun nicht, weiß Gott, nicht alle Tage vorkommt. Und man braucht ja sicher Spezialisten, die empfänglich sind, das auch zu diagnostizieren. Wie lange hat das gedauert, bis man wusste, dass deine Mutter in dieser Richtung erkrankt ist? Ich sag mal so 2 Wochen. Mhm. Mhm. Die haben sofort Nervenwasser entnommen und haben das auch eingeschickt. Mhm. Es gibt hier in Deutschland so ein Prion-Forschungsteam. Mhm.
Und da wurde das dann auch hingeschickt und die haben auch mehrmals Hirnwasser entnommen. Mhm. Also bestimmt 10 Mal. Mhm. Und dann kam es raus. Nur ist einige Zeit seitdem vergangen. Wie geht es deiner Mutter aktuell heute? Die haben meine Mutter damals, also im April, ins künstliche Koma versetzt, weil meine Mutter hatte Krämpfe. Ich sag mal wirklich wie bei den Rindern, die hat Krämpfe, aber die waren nicht sichtbar, die waren nur im Gehirn. Mhm. Und die haben alle Krampfmittel ausprobiert, also die sind wirklich nach Lehrbuch gegangen, die Ärzte. Was heißt denn? Um die Krämpfe zu durchbrechen. Ja, lass mich kurz fragen, was heißt Krämpfe im Gehirn? Wie macht sich das denn außen bei den Menschen? Na, gar nicht, eigentlich gar nicht. Man sieht es gar nicht. Und wie merkt der Mensch das? Ja, ich sag mal, meine Mutter, die hatte wirklich Panik in den Augen. Die konnte sich gar nicht äußern. Man hat wirklich diese Angst in den Augen gesehen. Ach so, diese Panik? Man steht daneben und man kann nicht helfen, ja. Mhm. Diese Panik resultiert aus den Krämpfen im Gehirn? Denke ich mal. Also sie liegt da und keiner kann ihr helfen. Und also letztes Jahr im April in ein künstliches Koma versetzt. Ja, und die haben uns dann versichert, sie würde nach 4 Tagen wieder aufstehen und alles wäre wie vorher. Und sie liegt heute noch genauso wie damals. Sie liegt heute immer noch im künstlichen Koma? Ja, also im Wachkoma, ja. Seit letztes Jahr im April? Ja, ja. Und es gab keine, warum hat man sie nicht wieder herausgeholt aus dem Wachkoma? Das ging nicht. Sie haben gedacht, es würde wieder wie vorher werden, aber sie wurde nicht mehr wach. Also es hat ganz lange gedauert, bis sie dann überhaupt mal wieder die Augen geöffnet hat. Und ob sie überhaupt noch was wahrnimmt, ich weiß es nicht. Habe ich das richtig verstanden, dass sie anfänglich in ein künstliches Koma versetzt wurde? Ja. Und dass man sie dann nicht hat wieder dort herausholen können? Genau. Ach so. Genau. Ach so. Wie ist der allgemeine Gesundheitszustand oder körperliche Zustand deiner Mutter? Ja, sie liegt nur noch. Also es ist nichts mehr, ne? Mhm. Sie liegt einfach nur da und... Also es ist ein Bild des Jammers, wenn du ins Krankenhaus gehst. Genau. Ja, sie liegt jetzt zu Hause. Sie liegt jetzt zu Hause? Ja, und mein Vater pflegt sie. Lebst du auch noch zu Hause? Nein. Aber du bist sicher oft da und besuchst sie und betreust sie auch. Mhm. Ja, ich sag mal, die letzte Zeit war ich nervlich auch so am Ende, dass ich es einfach nicht mehr ertragen konnte. Mhm. Haben die Ärzte denn... Es gibt ja keine positive Prognose und auch keine hoffnungsvolle Prognose eigentlich bei dieser Erkrankung. Was haben die Ärzte aber dennoch prognostiziert, wie der Krankheitsverlauf fortschreiten wird? Kann man das? Haben die irgendetwas gesagt? Also nach dem letzten Krankenhausaufenthalt, jetzt um Weihnachten rum war das, haben sie uns gesagt, höchstens noch 3 bis 6 Monate, nur laut Befund. Man kann nie sagen, wann jemand stirbt, das kann man einfach nicht. Nur laut neurologischem Befund würde sie noch 3 bis 6 Monate leben. Und wir haben jetzt auch so Kernspindaufnahmen und Computertomographie und alles. Und da konnte man dann halt schon sehen, dass das Gehirn ja richtig verfressen ist. Also genau solche, wie man das bei Tieren sieht, bei Kühen sieht, die BSE erkrankt sind. Ja, ja. Hat deine Mutter denn, also wenn jetzt der Verdacht bestehen sollte, dass sie sich das von Rindfleisch geholt hat, hat deine Mutter viel Rindfleisch gegessen? Weißt du das? Es geht, eigentlich weniger. Mhm. Also jetzt nicht so im Übermaß, aber sie hat auch mal in einer Metzgerei gearbeitet. Ach, sie hat in der Metzgerei sogar gearbeitet? In den 80er Jahren, ja, und bei der Verarbeitung. Mhm. Gut, dann kann es natürlich sein. Und man vermutet natürlich auch durch Medikamente. Mhm. Sie hatte damals auch Aufbauspritzen bekommen. Mhm. Die sind auch irgendwie vom Rind oder so, werden die hergestellt. Mhm. Und man vermutet, dass man sich vielleicht da auch drüber infizieren kann. Mhm. Natürlich, ja. Es gibt viele Substanzen in Medikamenten, die aus Rind, aus irgendwelchen Stoffen des Rindes gewonnen werden und dem Menschen verabreicht werden. Ja. Und wenn sie dann noch in einer Metzgerei gearbeitet hat, wie viele Jahre hat sie dort gearbeitet? 10 Jahre. Mhm. Was ist das für dich jetzt als Tochter für ein Gefühl? Wir alle haben ja Angst. Wir alle sind vorsichtig und essen kaum noch Fleisch oder zumindest kein Rindfleisch und sind nur sehr konfrontiert mit diesem Thema. Hast du als Tochter, du bist ja nun direkt betroffen, einen Hass, eine Wut auf die Politik, die uns so lange im Dunkeln hat stehen lassen? Ja, ja. Denn das Problem ist ja nun sehr, sehr lange schon bekannt und man hat es einfach immer wieder vom Tisch gewischt. Ne? Ja, das Thema ist so lange bekannt und es passiert nichts. Mhm. Ja. Und ich sag mal auch jetzt, wir Betroffenen, das
man da nicht irgendwo mehr unterstützt wird. Mhm. Auch mehr Aufklärung oder so. Aber es weiß ja anscheinend keiner was über diese Erkrankung. Mhm. Ja? Weil so ganz wenig geforscht wurde bisher. Genau. Hast du jetzt Angst, gehen dir jetzt auch solche Überlegungen durch den Kopf? Mein Gott, vielleicht habe ich es auch. Habe ich damals auch sowas eingenommen oder gegessen oder so? Ja, also ich habe auch zwischendurch, wenn ich dann mal so für mich bin, dann habe ich zwischendurch richtig panische Angst, dass ich dann überlege, komm, jetzt gehst du ins Krankenhaus, lässt dir auch Hirnwasser entnehmen, um einfach die Gewissheit zu haben, habe ich es oder habe ich es nicht. Ja? Wenn das so einfach ist, ich weiß gar nicht, ob man, wenn das noch nicht ausgebrochen ist bei einem Menschen, ob man das dann... Sehr schwierig, ja. Hast du jetzt deine Konsumgewohnheiten und deine Essgewohnheiten radikal verändert? Ja. Das heißt, also es ist kaum noch irgendwie, dass es bei uns Fleisch auf den Tisch gibt. Und ich werde auch die Fleischindustrie nicht mehr unterstützen. Ich kaufe nichts mehr. Irgendwo müssen sie es spüren. Was meinst du, wie man sich jetzt, was jetzt zu tun wäre eigentlich, so politisch? Hast du deinen Kopf frei, über sowas nachzudenken oder bist du jetzt zu sehr eingenommen von dem Leid deiner Mutter? Ja, was könnte man machen? Meine Meinung, alle Rinder ausrotten. Ja. Nur ist natürlich nicht möglich. Ne? Deine Mutter ist äußerst schwer erkrankt. Schwerer geht's kaum mehr. Wahrscheinlich auch durch Fremdverschulden, ne? Und das dann mit anzusehen. Natürlich, ja. Ja, ist einfach nur grausam. Und ich werde wirklich alle Wege gehen, um zu erfahren, woran meine Mutter erkrankt ist. Das heißt, wenn deine Mutter verstorben sein wird, wird es eine Obduktion geben und sie wird genau untersucht, um endgültig festzustellen, was für eine Erkrankung vorliegt. Genau, Es ist so schwer, wenn man einen geliebten Menschen so leiden sieht, wie du deine Mutter jetzt leiden siehst. Und der Tod, das Thema Tod ist ja nun ständig präsent bei euch. Was wünschst du dir deiner Mutter? Kriegst du es über die Lippen zu sagen, ich wünsche ihr eigentlich einen baldigen Tod, ein schnelles Sterben? Ja, das wünsche ich mir wirklich, weil dieser Zustand, es ist einfach nur grausam. Man weiß auch gar nicht genau, ob sie Schmerzen hat, weil sie kann sich ja gar nicht äußern. Und auch, wie ich jetzt meinen Vater leiden sehe, ist einfach nur schlimm. Schafft er denn überhaupt die Pflege alleine? Das ist doch eine sehr, sehr belastende Arbeit. Ja, er gibt sein Bestes. Und ich sag mal, meine Eltern, da kann sich noch so manch so ein Pärchen eine Scheibe von abschneiden. Die waren immer wie ein junges, verliebtes Paar. Ja? Also, liebe Anke, ich wünsche dir von Herzen auch, dass deine Mutter nicht mehr leiden oder nicht mehr so lange leiden muss. Von ganzem Herzen. Ja, also ich wünsche mir auch irgendwo, dass man mehr Unterstützung bekommt, dass diese Fragen geklärt werden, die wir alle haben. Umso wichtiger, dass du gesprochen hast, wenn auch in einer sehr kleinen Sendung wie dieser, aber es ist auch eine öffentliche Plattform und jede Stimme zählt und jede Stimme ist wichtig. Von Herzen. Also ich bin auch noch nie so an die Öffentlichkeit damit gegangen, also jetzt in meinem Bekanntenkreis, es weiß fast keiner. Weil ich einfach Angst habe, mit jemandem darüber zu sprechen. Ich weiß nicht, wie mein Umfeld darauf reagiert. Weil du meinst, die Leute würden dich deshalb vielleicht meiden? Könnte sein. Das war ja damals mit dem Thema AIDS genauso. Ja, die Leute sind noch nicht aufgeklärt, wir selber auch noch nicht. Liebe Anke, alles Gute von Herzen. Ja, auf Wiederhören. Jo, tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer hier bei mir live im Studio 0800 5678 110. René ist dran und René ist 26 Jahre alt. Hallo. Hallo Domian, grüß dich. Ja. Ich habe ein großes Problem. Ich habe ein sehr, sehr nettes Mädchen kennengelernt und das Problem ist, sie hat einen künstlichen Darmausgang. Wie alt ist das Mädchen? 26. Und ich sag mal, ich möchte eigentlich nicht, dass das Verhinderungsgrund ist, mich mit ihr zu binden. Weiß aber noch nicht, ob ich damit umgehen kann. Ich glaube, momentan kann ich es nicht. Ja. Aber wie lange kennt ihr euch jetzt schon? Eine Woche. Eine Woche erst. Und hat sie dir das sofort erzählt in den ersten Tagen? Oder wie warst du? Ja, jetzt Samstag hat sie es mir erzählt. Und ich sag mal, wir hatten eigentlich nie so oberflächliche Gespräche. Ich muss dazu sagen, ich bin Grufti. Sie auch. Und unsere Gespräche sind immer sehr, irgendwo sehr tiefsinnig und nicht dieses oberflächliche über Wetter oder sowas.
Und wir kamen dann auch irgendwo schnell zum Thema. Sie kann da recht offen eigentlich drüber reden. Sie hat den schon seit 9 Jahren. Deswegen hat sie ihn, wie ist das gekommen? Das ist kein normaler Krebs gewesen, aber aus der Psyche heraus sind irgendwelche bakteriellen, ich weiß nicht, wie es heißt, jedenfalls wurde ihr der Dickdarm entnommen. Und dadurch hat sie dann halt den künstlichen Darm ausgemacht. Das heißt, das ist auch eine endgültige Sache. Das kann nicht irgendwann nochmal rückgängig gemacht werden. Erstmal das nicht und zweitens besteht noch die Möglichkeit, das ist eine Krankheit, die kann bis zur Speiseröhre führen. Theoretisch könnte sie auch irgendwann dran sterben, wenn es wieder ausbricht. Als sie dir das gesagt hat, wie hast du spontan in der Gesprächssituation ihr gegenüber reagiert? Ich habe einmal ganz schnell geschluckt, versucht es aber auch möglichst irgendwo zu überspielen. Ich denke, es ist mir halbwegs gelungen. Habe mich dann aber auch sehr dafür interessiert, was ich nicht nur aus, ich sag mal, aus Einschmeichelei oder so gemacht habe, weil es mich wirklich tief berührt hat, irgendwo auch etwas überraschend. Ja. Hat sie dir das genau erklärt, wie das funktioniert, wo der Darmausgang ist, wie man das macht mit den Beuteln und so weiter? Ja, sie hat mir also lediglich gesagt, dass sie dann halt den Beutel auf dem Bauch hat, wo das dann wohl unkontrolliert irgendwie immer reinfließt. Das war dann irgendwo schon, also sie sagte mir wohl noch, dass das ein hautfarbener Beutel ist, den sie dann hat und man würde nicht unbedingt was sehen. Nur ich habe halt einfach Angst, ihr damit weh zu tun, wenn ich auf einmal nicht damit umgehen kann. Ich möchte also nicht irgendwo schon jetzt sagen, dass ich sie liebe. Ja, jetzt ist natürlich auch meine Frage an dich. Wie sehr macht dir das etwas aus? Du, ich hadere jetzt wirklich schon tagelang damit und ganz offen, wenn es keine Liebe wäre, würde ich nicht darüber nachdenken, dann hätte ich das Thema beiseite geschoben. Weil nur so lange kennt ihr euch auch noch nicht und davon Liebe zu sprechen, ist ja auch ein bisschen gewagt, ne? Sagt man so, nur ja. Wir haben uns wirklich stundenlang unterhalten. Also verliebt, sagen wir es mal so. Nächtelang, ja, aber intensiv und es stimmt eigentlich alles. Jetzt kommt natürlich, ich glaube, das ist ganz natürlich, jeder denkt sich das dann. Also da hat jemand einen künstlichen Darmausgang, irgendwann werde ich mit dieser Frau auch intim, ich werde mit ihr schlafen. Kann ich damit umgehen? Hat das, welche Auswirkungen hat das auf meine Psyche, vielleicht auf meine Erregung auch? Kann ich da noch leidenschaftlich sein? Gehen dir solche Sachen auch durch den Kopf? Ja, bestimmt, ne? Irgendwo auch, ja. Nur, klar, ich suche dann automatisch nach einer Lösung für mich und sage dann, ja, beispielsweise, so blöd wie sich das anhört, okay, dann legt sie sich halt auf den Bauch und man kann sie auch von hinten machen oder so. Aber ich möchte sie ja, wenn, dann auch mit und voll und ganz akzeptieren. Das ist eine reine Kopfsache bei mir. Nur ich will einfach nicht, dass es der Grund ist. Ein Mensch kann nicht für seine Krankheit. Es täte mir wirklich sehr leid, wenn ich irgendwo deswegen jetzt wehtue oder so. Dann hast du bei mir angerufen, weil es ja doch offensichtlich ein Problem für dich ist. Richtig, weil ich versuche, einen Weg zu... Hast du die Sorge, dass du vielleicht doch auf Abstand zu dem Mädchen gehst, weil sie eben einen künstlichen Darmausgang hat? Nein, ich suche irgendwie einen Weg. Ich versuche einen Weg zu finden, dass ich damit wirklich gut klarkomme, weil ich weiß es nicht. Ich will nur nicht, ich kann jetzt noch nicht sagen, ich sehe es und sage, oh, es ist okay. Ich habe immer noch die Angst, dass ich es sehe und sage, sorry, ich kann es einfach nicht. Das würde ihr super wehtun und das will ich nicht. Aber Freddy, vielleicht ist das wirklich der nächste Schritt, dass du das mal siehst, dass du dir das mal anguckst. Ja, aber ich denke dann bei jemand anders. Nur, wo findet man so einen? Warum bei jemand anders? Also ich meine, ihr seid nur wirklich erst sehr, sehr jung miteinander. Aber irgendwann, wenn ihr jetzt zusammen bleibt, sollte, finde ich, schon mal der Tag kommen, dass sie das einfach mal zeigt, dass sie das erklärt, wie das funktioniert. Gut. Und das nimmt dir ja schon mal eine enorme Hemmschwelle, wenn du es einmal mal gesehen hast und damit in Kontakt gekommen bist. Als wenn du dir das immer nur vorstellst und dir das denkst, unter ihrem Pullover hängt da jetzt so ein gelber Sack und... der ist angeschlossen an den Darm. Gut, aber jetzt stell dir vor, du wärst in der Situation, dass du ihn hättest und ich würde es sehen und würde mich abwenden. Also nur mal angenommen, wenn, ich weiß es nicht. Ja, aber gut, du mal, das ist das Risiko bei der ganzen Angelegenheit. Wenn ihr beide euch aufeinander einlasst, geht das ja nur so und auch, dass ihr mit diesem Risiko lebt, dass du irgendwann vielleicht sagen könntest, doch, ich kann es nicht. Aber nur um dieses Risiko zu überwinden, musst du dich darauf einlassen, anders geht's doch nicht. Und sie nur auf den Bauch zu legen, ist ja auch ziemlich dämlich, ja, wenn jemand miteinander schlafen wollte. Na, so geht es nicht. Es geht ja, wie gesagt, auch nicht nur um den Sex oder so. Und naja, aber dennoch, der Sex spielt natürlich eine große Rolle, oder die Erotik und die Zärtlichkeit. Und ich würde es auch nicht darauf ankommen lassen, beim ersten sexuellen Kontakt das zum ersten Mal zu sehen. Nee, das ist dann funktioniert wahrscheinlich überhaupt gar nichts mehr. Dann bist du interessiert oder schockiert oder weiß ich was. Irgendwas geht in dir vor. Ja, klar.
Ich meine, ihr seid ja nun wirklich frisch verliebt erst. Insofern, ja. Und wenn du sagst, ich finde diese Frau toll, ich bin sehr verliebt in die Frau. Und sie in dich auch und sie hat Vertrauen zu dir. Dann könnt ihr euch doch mal ganz allmählich annähern an dieses Thema. Und vielleicht ergibt sich mal eine Möglichkeit, dass sie dir das einfach mal zeigt. Ja. Du hast Sorge. Ja, die Sorge ist lediglich, dass ich ihr damit eventuell mit einer falschen Reaktion wehtue. Und das will ich nicht, weil sie wirklich ein sehr, sehr, sehr liebes Wesen ist. Aber wie könnte diese falsche Reaktion aussehen, René? Indem du rausläufst und sagst, Igitt, sowas will ich nicht sehen? Gut, das würde ich garantiert nicht so tun, aber ich würde wahrscheinlich den Blick abwenden und das würde einfach reichen, weil sie sehr sensibilisiert auf das Thema ist. Mhm. Aber ich meine, du gehst ja jetzt schon sehr, sehr behutsam überhaupt an das Phänomen heran. Du kannst all dem ja nur aus dem Weg gehen, indem du dich dem stellst und dich wirklich damit konfrontierst. Und wenn du vielleicht dann auch mal spontan irgendwie ein bisschen auf Distanz gehst, gehört das ja vielleicht zu dem Prozess des sich Annäherns auch dazu. Rede darüber, rede mit der Freundin immer und wieder, rede, sag alles, was in dem Moment in dir vorgeht. Ich glaube, nur so kann man das überwinden. Angst ist dazu da, dass man sie besiegt. Und du hast jetzt Angst vor diesem Phänomen. Also stell dich der Angst und geh auf die Angst zu. Ja, nur wie gesagt, also es ist blöd, wie es sich anhört, aber mir wäre es echt lieber, würde ich an einem anderen Menschen das erstmal sehen, der das vielleicht schon länger hat oder gut damit umgehen kann, wo ich dann sagen kann, okay, jetzt habe ich es gesehen. Aber nicht dann ausgerechnet bei dieser Person, der ich dann auch wirklich nicht wehtun will oder so. Na gut, das ist wahrscheinlich sehr schwer zu arrangieren. Das weiß ich nicht, wie man das macht. Und dann wird es vielleicht auch noch bei jedem Menschen anders sein, der einen künstlichen Darmausgang hat, kenne ich nicht. Wie sich das darstellt, habe ich keine Ahnung. Also ich bin ja immer der großen Hoffnung, René, wenn die Liebe gut ist, wenn die Liebe stabil ist, händelt die Liebe so etwas auch. Und das wird funktionieren. Und ihr beide werdet das auf die Reihe kriegen. Deswegen tendiere ich ja auch schon zu 80%. Nur, wie gesagt, ich habe nur Angst, ihr weh zu tun. Ich glaube, du tust ihr viel weh, wenn du zu vorsichtig bist und wenn du das Thema ausgrenzt und wenn du dich abwendest, ohne dich damit konfrontiert zu haben und so weiter. Ja, klar, meckern möchte ich auch nicht. Also es ist jetzt ein Risiko, aber das Risiko musst du eingehen, das ist nun mal so. Und beschäftige dich mit der Frau und je mehr Vertrauen sie in dich hat, und das liegt an dir, ihr das zu signalisieren, desto besser. Mhm. Mach mal, alles Gute. Okay, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, ich habe nicht vergessen, meine Mama zu fragen nach dem Käsekuchenrezept. Also wer an dem Käsekuchenrezept interessiert ist, der möge jetzt schon mal was zu schreiben holen. Ich werde es im Laufe der Sendung gleich erzählen und auch, wie man den Käsekuchen zubereitet und wie man diese Masse, diese Pampe da drauf tut. Ich habe alles gefragt. Die Mama hat mir das genau erklärt und ich werde euch das gleich sagen. Jetzt kommt Sandra, 24 Jahre alt. Guten Morgen. Hi, Domian. Hallo, Sandra. Ja, mein Thema ist, ich bin verheiratet, noch nicht lange, seit Ende Dezember letzten Jahres. Mhm. Habe mich 4 Tage später in meine beste Freundin verliebt. Ah, wie kann denn das passieren? Tja, wie kann das passieren? Wie lange kennst du die beste Freundin schon? 4 Jahre, 4,5 Jahre. Und bisher war nur gute Freundschaft? Ja, wir waren die besten Freunde. Platonische Orgien gefeiert? Genau. Und dann hattest du deinen Freund? Mit dem warst du wie lange zusammen? 1,5 Jahre. Und dann hast du den gleich geheiratet. Darf ich fragen, warum du den nach 1,5 Jahren schon geheiratet hast? Weil ich wusste, er ist der Mann, mit dem ich alt werden will. Aha. Also es war Liebe auf den ersten Blick damals und hat alles gestimmt und mein Traummann. Dein Traummann. Genau. So, und jetzt hast du dich in deine Traumfrau verliebt. Ja. Mann. Jetzt weiß ich nicht, was ich mache. Weiß die Glückliche denn schon von ihrem Glück? Ja, sicher. Sie weiß es. Ja, wir sind auch schon im Bett gelandet. Das heißt, ihr geht es genauso wie dir? Ja. Was für ein wahnsinniger Zufall. Ja. Es hätte ja nur auch ganz anders sein können. Noch tragischer, dass sie sagt, Mädchen, du bist meine tollste, beste Freundin, aber ich will mit dir, bleib mir weg mit deinen Händen, ne? Genau. Sie hat aber angefangen, sozusagen. Sie hat angefangen? Genau, das war, also wir haben am 29.12. geheiratet, freitags. Sie wohnt ungefähr 120, 130 Kilometer weg. Sie blieb dann übers Wochenende. Da war dann noch Silvester gewesen. Mhm. Und in der Silvesternacht ist es dann.
passiert. Moment, hast du nicht vorhin gesagt, dass du seit September verheiratet bist? Dezember. Am 29.12. Ah, Entschuldigung, wenn ich mich versprochen habe, ich bin ein bisschen aufgeregt. Hat die Freundin dir denn erklärt, wie das sich bei ihr so vorbereitet hat? Hat sie das schon länger im Kopf gehabt? Genau, also sie war wohl schon länger in mich verliebt, hat sich aber nicht getraut, mir das zu sagen, weil sie so nach ihrer Aussage mein Glück mit meinem damaligen Freund, also jetzt Ehemann, nicht zerstören wollte. Und dann, sie hing nach unserer Hochzeit ein bisschen down, meines Erachtens nach. Ja. Ich habe immer gemeint, was ist denn, habe ich was falsch gemacht oder was ist los mit dir? Da sagt sie, ja, das kann ich dir nicht so sagen, das ist ein bisschen größeres Problem. Mhm. Ich sage, sag doch, wir haben uns doch sonst auch immer alles gesagt. Sie sagt, ja, das ist so, ich habe mich in dich verliebt. Und ich meine, sie sieht, ja. Aber das muss doch für dich in dem Moment ein Schlag gewesen sein, ne? Irgendwie schon, ja. Ich weiß nicht, ob ich es geahnt habe vorher oder irgendwie so ein bisschen gefühlt habe. Ich weiß es nicht. Du hast auf jeden Fall noch nie irgendwas mit Frauen gehabt? Nein. Nee. Und du hast diese Fantasien auch nicht gehabt? Nein, auch nicht. Überhaupt nicht. Gut, ich meine, sie sieht nicht schlecht aus. Sie sieht ganz süß und schnuckelig eigentlich aus. Aber für mich war sie meine beste Freundin. Ja, dadurch wird man ja auch nicht lesbisch als Frau, wenn die Freundin toll aussieht. Ne? Genau, also das war nur Freundschaft, mehr nicht. Überhaupt gar nicht. Ich habe ja immer wieder solche Geschichten hier auch gehört, auch von Männern, die lange verheiratet waren und plötzlich dann einen Mann liebten. Ja. Oder die mit Frauen lange liiert waren. Und ich frage, habt ihr immer so gefragt, gab es nicht mal Träume oder so ganz heimliche Blicke zu anderen Männern, die in deinem Fall zu anderen Frauen? Gar nicht, überhaupt gar nicht. Ist schon ein Phänomen. Weiß dein Mann denn jetzt davon? Nein. Gar nichts. Das ist mein Problem. Wie viel Mal habt ihr Mädels jetzt miteinander geschlafen? Einmal erst? Zweimal. Und war es toll? Super, klasse. War es toller als Schmetterlinge toller als mit meinem Mann kann ich nicht sagen. Das nicht. Es war genauso schön, ist, wie soll man sagen, nicht direkt eine Abwechslung, ist aber was anderes. Ist auch schön, aber doch nicht so wie mit meinem Mann eben. Mhm. Schläfst du mit deinem Mann zurzeit auch? Ja. Ja, das läuft alles ganz normal. Ja, alles normal wie vorher auch. Nun ist das ja sehr schwierig, ineinander, so in einem auseinanderzukriegen. Da ist eine neue Sache, dann auch noch eine Frau, was ganz besonders ist, die mir nicht verknallt. Liebst du denn nach wie vor und auch noch sehr euphorisch deinen Mann? Das ja. Ich liebe meinen Mann über alles, gleichzeitig aber auch sie, genauso wie mein Mann. So, Sandra, jetzt haben wir ein ganz dickes Problem am Hals, ne? Ja. Jetzt ist das fast egal, ob das eine Frau oder ein Mann ist. Wahrscheinlich hast du jetzt einfach entdeckt, dass du ein bisexueller Mensch bist, der mit beiden Geschlechtern gut umgehen kann und auskommen kann. Genau. Du gehst jetzt deinem Freund fremd mit deiner Freundin. Ja, das belastet mich. Ich möchte meinem Mann nicht wehtun und ihr auch nicht. Also ich möchte ihn nicht verlieren, sie aber irgendwie auch nicht. Und du hast dich natürlich auf sie eingelassen, nachdem du schon Ja gesagt hattest zu deinem Mann. Ne? Genau. Insofern hat das eine Schieflage, es ist nicht ganz gleichberechtigt. Ja. Ist die Freundin auch liiert? Nein. Die hat keinen Freund? Nein. Mhm. Ist das übrigens für sie auch die erste lesbische Beziehung? Nein, sie ist generell, also sie hat nur mit Frauen. Sie hat nur mit Frauen, achso. Also auch noch nie einen Freund gehabt oder so, sie, also immer nur mit Frauen. Wie soll das denn jetzt ihrer Auffassung nach weitergehen? Tja, sie, wie soll ich sagen, ist halt auch eben der Auffassung, ich soll sehen, was ich will. Sie will eben, wie soll ich sagen, sie stellt mich in gewisser Weise nicht vor die Wahl, er oder ich, das nicht, aber es belastet sie irgendwo doch schon, die Eifersucht kommt halt hoch. Nur letztendlich sind wir beide uns im Klaren, dass es genau auf diese Frage hinauslaufen wird. Ne? Genau. Er oder ich. Wenn du das deinem Freund erzählen würdest, deinem Mann erzählen würdest, was wäre dann los? Schwere Frage, ich weiß es nicht. Ich kann mit ihm eigentlich, wir kommen super gut aus, ich kann mit ihm auch über alles reden, aber ich denke mal, wenn ich ihm sagen würde, er wäre zutiefst verletzt und würde wahrscheinlich sagen, das war's. Vielleicht aber auch nicht. Es kommt darauf an, wie du es erzählst und welche Konsequenzen du andeutest. Ja. Ne, wenn du sagst, okay, das ist jetzt passiert und ich muss es dir sagen, der Ehrlichkeit halber, aber es ist beendet, besteht vielleicht nochmal eine Chance quasi eines Neuanfangs. Ja, dann würde ich aber mal sagen oder denken, er würde mir wahrscheinlich nie wieder vertrauen. Nie wieder. Erstmal wäre er sehr skeptisch, vor allen Dingen, was diese Frau anbelangt. Zu Recht, auch wäre ich auch an seiner Stelle. Dann ist halt auch die Frage, er würde natürlich, das ist klar eigentlich,
dann sagen, gut, entscheide dich, sie oder ich. Mhm. Und das ist im Moment eben mein Problem, weil ich liebe sie doch beide. Mhm. Aber es ist es ist immer dasselbe bei solchen Konstellationen. Du müsstest erstmal den Mut finden, das deinem Freund zu sagen. Deinem Mann zu sagen. Ja. Erst dann kannst du sagen, was du möchtest. Im Moment belügst du ihn ja noch. Klar. Ne? Ja. Und die Verhältnisse verschieben sich ja vollkommen, wenn er, vielleicht hast du gar keine Chance dann mehr zu sagen, ich kann mich zu dem entscheiden oder zu dem entscheiden. Genau. Und dann ist meine Angst eben auch da, dass ich sie vielleicht beide verliere. Vielleicht, auch das kann passieren. Kann passieren. Ja, aber was soll ich machen? Süß, bereitet mich Schmetterling im Bauch, ihn liebe ich, ich weiß. Also Sandra, kein Mensch auf dieser Welt kann dir sagen, wen du mehr liebst. Ach, kein Mensch. Ja. Nur jeder vernünftig denkende Mensch wird dir sagen, du musst jetzt klar Schiff machen. Also ihm. Weil jeder Tag, der vergeht, belügst du deinen Freund, den du liebst und den du achtest. Deinen Mann, den du liebst und achtest, verletzt du damit. Das geht nicht, das kannst du nicht machen. Das ist halt eben auch meine Angst, wenn ich es ihm sage, dass er vielleicht sagt, gut, ich trenne mich von dir, ich lasse mich scheiden und sowas. Mhm. Und ich denke doch, ich habe doch nicht geheiratet, um mich nach einem Monat oder zwei wieder scheiden zu lassen. In beide Welten wirst du höchstwahrscheinlich nicht unter einen Hut kriegen. Das werden beide Partner nicht mitmachen. Ja. Über kurz oder lang wird dir vielleicht auch die Freundin Druck machen. Dann sagt die hier, ich möchte eine Entscheidung, ich möchte dich ganz für mich haben. Ich stelle mir ein Leben mit dir vor. Klar, macht sie ja in gewisser Weise. Ich meine, gut, sie sagt jetzt nicht er oder ich, aber die Eifersucht kommt doch schon. Hör mal, ich muss doch jetzt mal sagen, was ist das denn für eine komische Freundin? Die geht mit dir in die Kiste, kurz nachdem du geheiratet hast. Ja. Die hat doch das Ganze mitgekriegt. Die hat doch gewusst, dass ihr Plan zu heiraten. Wieso hat die das denn dir nicht früher offenbart? Das habe ich sie auch gefragt. Daraufhin hat sie mir keine Antwort gegeben. Ja, ich wollte dein Glück damals nicht zerstören. Na toll, aber jetzt will das Glück zerstören. Na toll. Ja, so ungefähr, ja. Und wahrscheinlich, wenn sie innerlich klar ist in ihrer sexuellen Identität, ist sie vielleicht ja schon viel länger in dich verknallt. Ja, das habe ich sie auch gefragt. Sagt sie, ja, seit ein paar Wochen. Ach, das ist doch Unsinn. Sagt sie. Ach, das ist doch Quatsch. Das glaube ich nicht. Das ist völliger Unsinn. Dann hätte sie, das finde ich jetzt einen großen Minuspunkt, was deine Freundin anbelangt. Dann hätte sie das dir eher alles sagen müssen. Und sie hätte eher klar Schiff machen müssen. Ja. Und nicht erst dafür, dass du dich verheiratest und du hast einen tollen Mann und dich vollkommen durcheinander bringst jetzt. Ja. Also ich sage auch mal so, das ist schwer für mich, sehr schwer, wenn ich mich entscheiden müsste. Ich meine, gut, in erster Stelle würde ich wahrscheinlich schon mich für meinen Mann entscheiden. Mhm. Auf der anderen Seite verliere ich eben auch, gut, wir sind jetzt wohl zusammen, aber gleichzeitig sehe ich sie eben auch noch als meine beste Freundin. Ja, aber das ist jetzt ein solches Dilemma, Sandra, da kannst du nur mit einem Opfer rausgehen. Das wird nicht mehr so weiterlaufen wie bisher. Damit musst du jetzt einfach dich zurecht, damit musst du dir im Klaren sein. Es geht jetzt nicht mehr alles so schön wie vorher. Dafür ist jetzt zu viel passiert. Und ich kann dir nur wirklich sagen, entscheide es so schnell wie möglich. Auch für dein eigenes Selbstwertgefühl. Weil du kommst ja immer beschissener vor, je länger du wartest. Jeden Tag kann man sagen. Ja. Und wie gesagt, wen du mehr liebst, das weiß ich nicht, das weiß niemand, das musst du entscheiden. Aber entscheide es schnell. Und nochmal, negativ finde ich wirklich, wiegt das Verhalten deiner Freundin, dass sie das so spät dir es offenbart hat und dich kurz nach der Hochzeit verführt quasi. Ja, also glaubst du, ich sollte mit meinem Mann drüber reden? Ja, na klar. Aber rede mit deinem Mann auch, wenn du mit ihm redest, wäre es natürlich toll, wenn du eine Position hättest. Ja. Dass du da nicht sitzt und jammerst, oh, ich weiß nicht, was ich machen soll, soll ich zu ihr gehen, soll ich zu dir gehen, das schmeichelt ihm auch nicht sehr, nachdem du ihn schon betrogen hast. Ja. Toll wäre, wenn du vorher eine Entscheidung fällst und sagst, ich hab's gemacht, bitte verzeih mir, aber ich möchte bei dir bleiben. Ja. Das wäre eine tolle Sache, aber das kann ich dir auch nicht einreden, dein Herz muss das sagen. Doch, ich sag mal schon, also wenn es drauf ankäme, würde ich mich schon eher für meinen Mann entscheiden, denn ich habe ihn ja auch aus Liebe geheiratet. So, dann mach es und mach es ganz schnell und mach es ganz bald. Gut. Alles gut. Okay, danke. Auf Wiederhören. Weiterhin viel Glück für deine Sendung. Danke sehr. Danke, tschüss. 1.38 Uhr und jetzt machen wir eine ganz kleine Pause.
Uhr 39 und 10 Sekunden. Radio 1 Live ist hier und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht, freie Themennacht. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt, unter dieser Nummer 0800 5678 111. Morgen haben wir ein Thema. Morgen heißt das Thema die ganze Stunde über Behinderte und Sexualität. Und jetzt kommt es zu dem Rezept. Also wir haben sehr viele, das heißt mittlerweile, ich weiß nicht, also einige Briefe bekommen und Mails. Ein Mail oder ein Fax habe ich ja am Freitag vorgelesen in diesem neuen Buch über Domian. Ist zu finden das Original-Käsekuchen-Rezept von meiner Mama, weil ich diesen Käsekuchen so gerne esse. Und einige Leute von euch haben gefragt, naja gut, hier stehen die Zutaten, aber wir wissen nicht, wie man diesen Käsekuchen nun auch backt und wie man das alles zusammen pumpt, die ganzen Sachen. Ich habe meine Mama gefragt und gebe Folgendes jetzt weiter. Also der Boden, in dem Boden müssen, hier im Buch stehen die genauen Grammangaben, da kommt Zucker, Butter, Eier, Mehl und Backpulver. Dann wird das alles richtig geknetet, dieser Boden. Ich muss jetzt ja lachen, weil ich überhaupt nicht backen kann und muss das alles ablesen. Dann wird es geknetet. Die Backform bitte vorher mit Butter ausstreichen, aber nicht die Ränder, hat meine Mama gesagt. Dann funktioniert das nicht. Die Ränder dürfen nicht mit Butter bestrichen werden, sondern nur die Backform unten. Also Boden kneten, Ränder nicht mit Butter bestreichen, unten aber und Boden rein. Dann der Belag. Der Belag besteht aus 1,5 Pfund Schichtkäse, aus Sahnequark, aus Zucker, aus Vanillezucker, Eier und zerlassener Butter und einem Päckchen Vanillepudding. Diese Zutaten muss man alle zusammen mit dem Mixer gut verrühren. Meine Mutter sagt, sehr gut verrühren, damit das eine schöne cremige Masse wird. Und dann kommt diese cremige Masse auf den Boden, auf diesen gerade beschriebenen Boden. Und das Ganze muss 60 Minuten bei circa 180 Grad gebacken werden. Und wenn ihr das genauso macht, wie ich das gerade beschrieben habe, oder und auch die Zutaten nehmt, die hier zu lesen sind, dann wird das ein Traumkäsekuchen. Und ich empfehle euch dringend darauf zu achten, dass keine Rosinen in den Teig kommen, weil die Rosinen den ganz originären Geschmack dieses Käsekuchens kaputt machen. Also das ist der Käsekuchen von meiner Mama. Ich hoffe, dass er es gut rübergekommen ist. Und ich wünsche viel Erfolg und gutes Gelingen beim Backen. Jetzt bin ich verbunden mit Dana. Und Dana ist 17 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Dana. Dein Thema. Ja, und zwar ist das so, dass ich zwanghaft nach einer Liebe suche. Nach Liebesersatz. Was heißt denn zwanghaft? Ja, also ich bin ganz fest nach einer Beziehung aus und ich suche so richtig verbissen danach. Mhm. Hattest du schon mal eine Beziehung? Ja, hatte ich. Wie lange ging die? Die letzte lief ungefähr, ja, einen Monat. Ein Monat? Ja. Also noch nicht so, das war noch nicht richtig was Langes dabei? Doch schon, 1,5 Jahr, aber ich meine, das liegt schon etwas zurück. Achso. Also die letzte hat einen Monat angehalten? Ja. Und wann ist die kaputt gegangen? Am Samstag. Wie, ja. Letzten Samstag, Sonntag? Nein, ja, diesen. Wie, jetzt gestern, vorgestern? Ja. Spinnst du und dann sagst du jetzt, du suchst jetzt ganz zwanghaft? Nein, das ist ja so, dass ich dieses Problem einfach hatte. Ach, auch schon vorher, während du mit dem Mann oder mit dem Jungen zusammen warst? Genau. Aha, und das hat mit dem aber nicht geklappt? Ja, weil ich ja so verbissen danach war, weil ich ja, es ist so, ich kannte den ja noch nicht mal so lange. Ja. Und anstatt, dass ich erstmal, sagen wir mal, mich da herantaste, bin ich einfach sofort eine Beziehung eingegangen. Und das ist halt der Fehler gewesen. Du hast gerade ein Schlüsselwort gesagt. Ich suche zwanghaft danach. Wenn jemand zwanghaft irgendetwas macht, hat das immer irgendwelche Ursachen? Ja. Welche? Weißt du das, warum das bei dir so ist? Ja, also wenn ich jetzt eine Selbstanalyse an mir... Es ist so, dass meine Mutter vor 3 Jahren gestorben ist und ich seitdem also keine richtige Bezugsperson hatte und mein Vater hat jetzt eine Freundin und meine Schwester hat einen Freund und meine ganzen Bekannten und Freunde haben einen Freund und alle in festen Händen und ich komme mir da so ziemlich allein und verlassen vor. Mhm. Ja, ist natürlich schon eine Erklärung, die in gewisser Weise auch einleuchtend ist. Ja, weil ich habe das
3 Uhr Schule und ich komme nach Hause und bin dann ganz alleine und weiß nicht mehr anzufangen und kauer vor mir hin. Mein Papa ist die ganze Zeit arbeiten, hat auch sehr, 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 sehr wenig Zeit für mich. Und wenn Wochenende ist, fährt er zu seiner Freundin. Ja, und meine Schwester übernachtet bei ihrer Freundin oder bei ihrem Freund. Ja, und ich bin dann allein zu Hause. Und Hat das ganz gravierend zu tun auch mit dem Tod der Mutter, meinst du? Ja, weil sie mir nicht so die Liebe entgegenbringen konnte. Sie hat mir immer, das war kein richtiges Mutter-Tochter-Verhältnis irgendwie. Da sind viele verbale Beleidigungen und ach so. Und, ja, das. Also ist es gar nicht nur der Verlust deiner Mutter, der dich so durcheinander gebracht hat, sondern auch das, was vorher geschehen ist, nämlich dass deine Mutter dich nicht so behandelt hat, wie du es hättest eigentlich gerne haben wollen. Ja, genau. Ja. Als du mit dem Freund, wir spulen mal ein bisschen die Zeit zurück, 1,5 Jahre zusammen warst, war das da auch schon so zwanghaft oder ist das jetzt erst in der letzten Zeit so entstanden? Ja, das war auch, sagen wir mal, es ist seit einem Jahr so. Seitdem mein Papa die Freundin hat. Weil ich einfach merke, er kann sich nicht mehr auf, ich habe ihn jetzt verloren sozusagen. Er kann sich nicht auf mich noch konzentrieren, weil er jetzt noch eine Freundin hat. Aber ich könnte fast schwören, wie ist sein Verhältnis zu deinem Vater? Sehr positiv. Sehr positiv. Und ja. Er mag dich auch gerne. Ja. Dann ist ein Satz völliger Unsinn, den du gerade gesagt hast, Dana. Ich habe ihn verloren. Du hast ihn nicht verloren. Der hat jetzt eine Freundin, der verbringt auch die Zeit mit der Freundin. Aber im Herzen ist da eine Verbindung, die ist ewig hält die. Die ist unzerstörbar. Aber was nützt mir das denn, Domian? Er fährt 4 morgens zur Arbeit und kommt sehr, sehr spät nach Hause. Sagen wir 23 Uhr, wenn es hochkommt. Dann habe ich schon mal nichts von ihm, wenn ich jetzt mal länger aufbleibe. Und dann ist Wochenende, entweder kommt sie, die Freundin meines Papas, oder er ist weg. Dann habe ich ja nichts von ihm. Und wenn die Freundin, wie kommst du mit der Freundin aus von deinem Papa? Ja, ich komme mit ihr eigentlich gut zurecht. Aber du möchtest ihn auch mal für dich alleine haben? Ja. Hast du ihm das mal so gesagt? Ja, aber er kann da ja auch nichts gegen machen, weil Jetzt erzähl mir mal, wie du mit dem Jungen umgegangen bist, mit dem du jetzt nur einen Monat zusammen warst. Warum hat das nicht geklappt? Ja, erstmal, weil ich so schnell in eine Beziehung eingegangen bin und ich habe mich an ihn geklammert. Weil ich habe gedacht, jetzt muss ich ihn behalten. Der muss mir jetzt gehören, er darf mir nicht weglaufen. Und ich bin dann auch irgendwie, jedes Mädchen, das in seiner Nähe war, habe ich verachtet, sage ich mal. Und auch immer, wenn er weggegangen ist, er hat gesagt, Freunde, fürs Leben findet man nur einmal. Und wenn er mit seinem Freund weggegangen ist, ich wollte immer genau wissen, wo gehst du hin, was machst du und wann sehen wir uns wieder. Und also du bist ihm tierisch auf den Geist gegangen? Ja, sagen wir so, ja. Und wenn du ihm vielleicht mehr Freiheit gegeben hättest, wärt ihr vielleicht noch zusammen? Vielleicht? Vielleicht, er hätte gesagt, auch was mit seiner Ex-Freundin, aber... Ja, aber ich habe dann halt immer Angst, dass ich den verliere. Und ich meine, mit dem Verhalten habe ich ihn erst recht verhalten, verloren. Ja, aber auch das ist wieder ganz einleuchtend. Du hast ja auch viel verloren in der letzten Zeit. Ja. Ne? Dass man da Angst hat, dass man wieder irgendetwas verliert, ist ja auch erstmal normal. Aber man muss sich natürlich dann klug verhalten, dass man nicht genau das tut, was dann dazu führt sogar, ne? Wie du es jetzt getan hast. Hast du eigentlich eine feste Freundin oder eine enge Freundin? Ja, habe ich schon, aber das sind halt, ich meine, das sind Türken, aber mit denen kann man, er war ein Rechtsradikaler, also der letzte Freund. Und die wissen überhaupt nicht, dass ich mit ihm zusammen war. Wenn ich ihnen das jetzt verklickern würde, den beiden, dann würden die mir den Hals umdrehen. Also komplizierte Geschichte, die dazukommt. Das heißt, du kannst dich gar nicht mit deiner besten Freundin über das Problem auseinandersetzen, auf die Liebesprobleme, weil du gar nicht darüber reden kannst, dass du mit dem zusammen bist. Genau. Gut, aber dieses Thema hat sich ja nur erledigt. Du bist nicht mehr mit ihm zusammen. Ja, aber jetzt suche ich schon wieder verkrampft. Jetzt will ich ihn jetzt sagen, weil jetzt ist es vorbei, aber ich will ihn wieder haben, weil ich möchte wieder einen Freund haben. Ich möchte nicht alleine sein. Ich habe das Gefühl, ich bin wieder... Aber ich finde es schon ganz, ganz erstaunlich, Dana, dass du dich ja quasi sehr klar analysierst, ne, was mit dir los ist. Das heißt, du musst jetzt mit deinem Kopf etwas gegen dieses Verhalten arbeiten, mit deiner Ratio. Nämlich, dass du nicht so verkrampft an diese herangehst, dass du keinen Menschen umklammern kannst und an dich binden, an dich wirklich endgültig binden kannst. Und die Frage ist, der Junge, den du da, von dem du dich jetzt getrennt hast, den willst du wieder haben, sagst du. Ja.
Liebst du den wirklich? Ganz ehrlich jetzt? Oder ist es nur der Wahn, ich will einfach haben, ich will jemanden haben? Da bin ich mir ja nicht sicher. Das ist ja das. Mhm. Und deshalb würde ich, wann seid ihr auseinandergegangen? Vor einem Monat, sagst du? Nee, das war ja am Wochenende. Ah, nee, ja, genau. Ihr wart einen Monat zusammen und letztes am Wochenende seid ihr auseinandergegangen. Ja. Da würde ich jetzt erstmal Zeit verstreichen lassen. Richtig Zeit verstreichen lassen. Möglichst einen Monat. Um mir im Klaren zu werden, was empfinde ich für den? Du bist jetzt gut dabei, in Panik zu reagieren, Dana. Ja. Ne? War ganz schön. Du fühlst deine Fälle jetzt wegschwimmen und jetzt nimmst du ihn wieder. Nein, lass die Finger von ihm. Warte mal ab. Versuche einfach Disziplin zu üben mit dir selbst und warte mal 3-4 Wochen ab. Und hör da mal endlich rein, ob du den überhaupt noch liebst. Ja. Und ich glaube, das ist schon eine ganz tolle Übung. Wenn du das geschafft hast, diese 4 Wochen, bist du schon einen Schritt weiter für dich selbst. Dass du eben nicht so klammerst und nicht wie wahnsinnig suchst und dann das vielleicht so wieder kaputt machst, was du vielleicht gefunden hast. Ja. Also es geht jetzt erstmal um das konkrete Problem, dieser Junge, von dem du dich getrennt hast. Bitte jetzt auf Distanz gehen, Dana. Ja, das Dumme ist, ich gehe halt samstags in der Kneipe und er ist ja auch. Mhm. Ich kann ihn nicht unbedingt aus dem Weg gehen. Dann musst du denn jetzt die nächsten Samstage auch immer genau in die Kneipe gehen? Kann man nicht mal woanders hingehen? Könnte man schon. Dann mach es doch mal 2 Wochen, nur mal um ein bisschen Luft zu kriegen. Aber so schwer. Ja, es ist immer schwer sowas. Aber du quälst dich ja noch viel mehr, wenn du da hingehst und dich mit ihm konfrontierst. Ja, stimmt. So, jetzt bitte ich dich, das durchzuhalten. Sagen wir 3-4 Wochen. Ja. Und dann rufst du mich bitte nochmal an. Ja. Und dann beraten wir die ganze Situation weiter. Das ist, glaube ich, der allererste Schritt, der jetzt erstmal geschafft werden muss. Okay. Ja? Ja, ich danke dir. Oh, das wird sehr schwer, ich weiß. Aber versuch's mal durchzuziehen. Du hast, glaube ich, schon viel durchgemacht bisher und dann schaffst du das auch. Ja. Ja, okay. Okay. Alles Gute. Ja, okay, ich wünsche dir noch einen schönen Morgen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Tina, jetzt habe ich mich 32 Jahre alt. Ja. Jetzt habe ich den Namen, das Alter gar nicht rausgekriegt. Tina. Ja. Schönen guten Morgen. Weswegen hast du angerufen? Also, ich bin die liebenswerte Hausfrau, meinen alle, ist aber nicht so, sondern ich betrüge meinen Mann, zum Beispiel meinem Nachbar. So, sagt ihr sich so ganz cool mal so nicht mehr. Ich bin die liebenswerte Hausfrau. Richtig. Mit Kindern. Ja. Wie viel? 2. Kleine? 5 und 3. Also süße kleine Kinder. Ja. Verheiratet, wie viele Jahre? Seit 5 Jahren. Ja. Mhm. Und seit wann betrügst du deinen Mann? Also seitdem ich eigentlich geheiratet habe. Seit 5 Jahren? Ja, genau. Aber nicht immer mit dem Nachbarn? Nein, nicht nur. Sondern? Sondern mit Leuten, die ich kennenlerne, die ich mag. Und das hat aber alles eine Vorgeschichte. Ich weiß jetzt nicht, ob das zu langwierig ist. Und zwar war ich damals 18, habe mit 21 meinen Mann kennengelernt, meinen ersten Mann, habe den geheiratet, habe den geliebt über alles. Mhm. Und dann habe ich rausgekriegt, dass er mich mit meiner Schwester betrügt. Mhm. Und ich habe das rausgekriegt, habe ihm das vom Kopf geworfen. Er hat es natürlich abgestritten und hat es nachher nur zugegeben. Und es war halt dann so. Und dann war ich vor lauter Verzweiflung, habe ich meinen zweiten, jetzigen Mann kennengelernt. Mhm. Und mit dem bin ich noch verheiratet und seitdem betrüge ich ihn, weil ich eigentlich ihn nie geliebt habe. Sondern ich habe ihn aus Verzweiflung geheiratet. Aus Verzweiflung geheiratet, weil du nicht alleine sein wolltest? Genau deswegen. Und jetzt finde ich einfach nur, ich finde keine Ruhe. Ich finde einfach keine Ruhe. Verständlicherweise. Ja, ich muss ihn einfach immer nur betrügen, obwohl es mir leid tut. Er hat es nicht verdient, die Kinder haben es nicht verdient, aber es tut mir leid. Aber ich muss ihn immer wieder betrügen. Wenn du deinen Mann, du hast ihn nie geliebt, sagst du? Nein. Wie ist denn das, wenn du mit ihm ins Bett gehst? Ich habe Fantasie. Du denkst immer an jemand anderen? Genau. Von Anfang an? Ja. Warum hast du ihn überhaupt geheiratet? Willst du das sagen, fragen mich ganz viele Leute, warum ich ihn geheiratet habe. Wie viele Leute, dich aber nur die Leute fragen, die wissen, dass du fremd gehst, oder? Ja, das sind ganz enge Vertraute. Das ist meine Familie. Ach, die wissen das alle? Die wissen das teilweise. Meine besten Freundinnen, meine Familie, das sind meine Schwestern. Die das wissen meine Freundin, meine beste Freundin, das sind 3-4 Leute. So, die haben dich gefragt, warum hast du diesen Mann geheiratet? Ich frage dich auch, und, was antwortest du mir? Warum ich diesen Mann geheiratet, damit ich finanziell abgesichert bin, damit ich nicht alleine sein muss. Mhm. Ja, aus diesem Grund habe ich geheiratet, aber ich finde jetzt keine Ruhe, weil ich immer merke, ich muss nach anderem irgendwo, obwohl ich überhaupt nicht dieser Typ bin. Lass mich ihn fragen mit der finanziellen Absicherung. Ist der wohlhabend, dein Mann? Ist gut, wie sagt man? Gut betucht. Gut betucht.
Tuch. Mhm. Das genau. Heißt, du, dir mangelt es an nichts. Ihr habt ein gutes Auskommen, lebt dann recht. Und ich lebe gut. Du lebst gut, hast alles, was du haben möchtest. Genau. Aber finanziell denke ich mal, ist das nicht alles. Und Kriegt er das denn nicht irgendwie ein bisschen mit, dass du nur schauspielst? Nein, gar nicht. Im Gegenteil, er denkt, ich liebe ihn über alles. Dann bist du eine perfekte Schauspielerin. Richtig. Sagen wir eine perfekte Lügnerin. Ja, geworden. Wir müssen, ich bin dreist geworden, abgewichst ohne Ende. Ja, muss man so sagen, ne? Ja, ist so. Und das tut mir echt leid. Hast du nicht auch ein irres schlechtes Gewissen deinen Kindern gegenüber? Das hatte ich am Anfang, Domian, aber jetzt nicht mehr. Warum nicht mehr? Ja, das fragen mich auch viele. Warum habe ich jetzt kein schlechtes Gewissen mehr? Weil ich dreist geworden bin, weil ich denke, ich habe auch was verdient im Leben. Und nicht nur die gute Mutter und Hausfrau zu sein, sondern ich möchte geliebt werden. Ja, es wäre natürlich schön, wenn dich jemand liebt, dich wirklich lieben würde, aber derjenige, der dich, dein Mann gibt vor, dich zu lieben. Ja, er sagt es mir auch ewig, aber ich denke mal, er ist gleichgültig mir gegenüber. Das merkt er nicht. Er sagt, ich liebe dich und meint es nicht so. Aber wäre es dann nicht viel schöner, geliebt zu werden von jemandem in Ehrlichkeit, wo beide Seiten ganz ehrlich sind? Ist das nicht die Erfüllung eigentlich? Ja, natürlich. Wer wünscht sich das nicht? Ja, aber du hast dir das ja alles verbaut durch dein Leben. Ja, richtig. Ich habe durch meine Entschlusskraft damals, wo ich halt diesen ersten Mann verloren habe und mich in diesen zweiten meinte, verliebt zu haben, wo ich gar innerlich wusste, dass es gar nicht funktionieren kann. Das alles verbaut. Auch dieses wirst du irgendwann deinen Kindern erklären müssen. Diese Kinder sind ein Produkt einer Lüge. Richtig, genau. Liebst du deine Kinder? Über alles. Über alles. Ich würde sie nie hergeben für nichts auf der Welt. Das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist. Wie oft passiert das denn jetzt, dass du deinen Mann betrügst? Sobald es sich ergibt. Also ständig quasi. Ständig, genau. Und er merkt das nur niemals. Und er will das nicht merken. Mehrfach in der Woche? Nein, so kann man das nicht. Ja gut, mehrfach im Monat. Ja. Das schon. Ja, sicher. Und jetzt bin ich halt am Zweifeln. Rufst du deinen Nachbar, wo ich weiß, der begehrt dich einfach nur sexuell, rufst du ihn an, um zu wissen, dass du einfach nur geliebt bist. Bilde dir doch nichts ein, du wirst doch nicht geliebt von dem. Der ist geil auf dich. Du sollst die Beine bei dem breit machen. Ja, genau. Ne? Mehr ist da nicht. Du bist völlig austauschbar. Ja? Ja. Das kann jeder andere auch sein. Mit Liebe und Achtung hat das nichts zu tun. Nee, ne? Ja, das habe ich mir schon gedacht. Es klingt aber sehr naiv, was du sagst. Ja, ich weiß. Mein 32 müsste ich eigentlich nicht so naiv sein. Weißt du, was ich für einen Eindruck habe? Ja. Dass dir das Wasser irgendwie bis zum Hals steht. Ja, ne? Ja. Und ich weiß nicht mehr weiter und keiner kann mir helfen und keiner sagt mir überhaupt, was los ist. Ich kann dir sagen, was du machen musst. Ja. Es gibt nur eine einzige Lösung für dein Leben. Und? Ja, ist das so schwer? Was dann? Dich von deinem Mann scheiden lassen. Und dann? Und dann dein eigenes Leben aufbauen. Ja, das habe ich auch schon überlegt. Aber weißt du, was das Schlimme dabei ist? Ja, ich habe das Haus gekauft von meiner Mutter. Wenn die weiß, dass ich dieses Haus verkaufen werde, dann ist das das Ende für sie. Da hängt zu viel dran, Domian. Es hängt einfach zu viel dran. Du hast dich vollkommen verstrickt. Ja, genau. Genau. Also das schaffen wir auch nicht in der Zeit auseinander zu fusseln mit dem Haus und mit den finanziellen Sachen. Richtig, es ist einfach zu viel, Domian. Es wäre natürlich deine Sendezeit. Nein, lass mich aber trotzdem sagen, was hast du denn für eine Alternative? Du bist eine junge Frau von 32 Jahren, die nur Scheiße gebaut hat die letzten Jahre. Aber richtig gravierende Scheiße, die Menschen verletzt und die ganz schlimme Dinge tut. Ja, ich weiß. So. Und das soll ja nicht so weitergehen. So willst du ja nicht alt werden. Du bist ja jetzt schon, ich glaube, dass du keine große Selbstachtung mehr hast. Nee, wenn du dich nicht mehr, die hab ich verloren. Ja, wenn du im Spiegel dein Gesicht siehst, wirst du keinen großen... Ich mich nicht mehr wieder. Nein, hast du keinen großen Respekt vor dir. Und ich hätte an deiner Stelle auch keinen Respekt vor dir, was du machst. Deshalb musst du jetzt was tun, damit du wieder Selbstachtung findest. Und das Tun heißt, dass du deine Verhältnisse klärst. Ich, mit dem finanziellen Kram kann ich jetzt nichts zu sagen. Ich kann das nur sagen, jetzt bezogen auf die Verbindung zu deinem Ehemann. Da musst du raus, Tina, da musst du raus. Da gibt es überhaupt keine Diskussion und keine Alternative. Und zwar sagen, ich treibe es mit anderen und... Vielleicht sollte man dem Mann diesen Schmerz ersparen. Ja, er hat es nicht verdient, ich weiß. Dann sag ganz einfach, dass du ihn nicht mehr, begründe es so, dass du ihn nicht mehr liebst. Aber erzähl ihm vielleicht nicht all das Grauen, weil das ist so schlimm für ihn, auch wenn er dann an die Kinder denkt, vielleicht könntest du ihm das ersparen. Ja, es ist schwer. Jetzt ist diese Sendung zu Ende und du hast aber einen Riesenberg von Problemen am Hals. Ja. Darf ich dir anbieten, ein Gespräch mit meiner Psychologin noch? Ja, sehr gerne. Okay, das ist die Annette.
Du legst bitte auf und Annette ruft dich gleich an. Ja, das wäre prima. Alles Gute. Gut, danke. Auf Wiedersehen. Tschüss. So, meine Lieben, in der Technik waren Markus Liebetanz und Michael Jansen. Morgen sind wir auch wieder da und dann mit einer Themensendung. Das Thema heißt Behinderte und Sexualität. Ich möchte mit behinderten Menschen reden, über ihre Sexualität, halt. Vielleicht auch mit Nichtbehinderten, die Kontakt haben mit Behinderten und auch sexuelle Erfahrungen gemacht haben. Also, morgen ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Um 1 sind wir da im Radio und hier im Fernsehen. Und ich wünsche viel Spaß beim Backen. Und lasst mal von euch hören, ob der Käsekuchen dann auch geschmeckt hat. Gute Nacht und macht's gut, bis morgen. Ciao.